Newsticker. Nikolausen-Konglomerat teilt mit, dass die Elfenarbeitslosigkeit am Nordpol ein neues Tief erreicht hat. So wie jedes Jahr. Willkommen zum ClueCast. Besucht uns auf cluewriting.de, wo vielerlei Literaturfreuden auf euch warten. Mehr zu unserem Projekt mit seinen Kurz-, Hör- und Gastgeschichten erzählen wir euch am Ende dieser Episode. Solange wünschen wir euch viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Advents Special Hell's Bells. Die Adventszeit birgt manche Gefahren. Das dürfte wohl für niemanden eine Neuigkeit sein. Vielleicht treffen sich die Konfliktherde im November zur Paarung. Immerhin würde das erklären, weshalb sie sich im Dezember plötzlich vermehren wie räudige Karnickel. Oder, viel wahrscheinlicher, die Konfliktdichte verhält sich proportional zur Nähe, die man zur Familie hat. Kevins Beziehung zur Zeit der Teelichter, Zimttees, Mandarinen, Erdnüsse, Wollsocken und drakonischer Durchsetzung urkatholisch-irischer Traditionen war, wie man so schön sagt, kompliziert. Als Sohn seines Vaters, welcher wiederum Sohn seines Vaters war, dessen Vater sich aus dem Pöbel erhoben und zum Pastor gemausert hatte, begegnete Kevin der unumstößlichen Erwartung, in die Familienfußstapfen zu treten und seinerseits Gemeindepastor zu werden. Diese Tatsache begleitete ihn bereits auf dem Schulweg. Später trieb er ihn ins katholische Institut, ja sogar an die neu errichtete Universität in der Stadt, an der er sich als der brave Zögling, der er war, mit der theologischen Theorie abmühte. Die Anstrengungen zahlten sich aus. Der Sohn des Pastors folgte den vorgegossenen Plänen und machte Vater wie Großvater, besonders aber die Mutter mit seiner Anstellung im Dienst Gottes im übernächsten Dorf außerordentlich glücklich. Zumindest für 3 Wochen, denn nach 22 Tagen ergab es sich, dass Kevins Geduld mit dem Klerus riss, er packte seine wenigen Habseligkeiten und verließ den vorgeschriebenen Pfad, um endlich sein eigenes Leben zu erobern. Er wollte keine Schäfchen mehr hüten, er wollte Löwen bändigen, also wurde er Polizist. Dass der einst vom Urgroßvater eingeschlagene Weg dem Jüngsten in der Reihe nicht zusagen könnte, zeigte sich erstmal am 6. Juni 1997. Zu seinem 14. Namenstag wünschte sich Kevin einen Discman und nach längerem Betteln seines Sohnes sowie gutem Zureden der Frau bewilligte der Hauspatron die Anschaffung dieses neumodischen Zeugs. Ganze $40 mussten ausgegeben werden, Geld, das in der alten Heimat eine Familie für mehr als einen Monat ernährt hätte. Der Vater sprach oft von der grünen Insel, gerne auch von Hungersnot, abenteuerlichen Reisen, Versklavung und unwürdiger Behandlung, obschon er selbst gut behütet im Vorstadtparadies aufgewachsen war. Nun, sei es wie es gewesen ist, die $40 wanderten in die Tasche des O'Malley-Jungen. Dafür erhielt Kevin ein gebrauchtes Gerät, welches er fortan stets bei sich trug. 3 Tage darauf sollte der aspirierende Musikfreund 2 Lebenslektionen lernen. Nummer 1, die wöchentliche Zimmerreinigung, auf der seine Mutter vehement bestand, diente nicht alleine der Säuberung eines übelriechenden Teenager-Kabuffs, sondern ebenso der mütterlichen Neugier. Nummer 2, eine teuflisch gestaltete CD-Hülle mit dem Titel Highway to Hell konnte in einem streng katholischen Haushalt durchaus als Fremdkörper bezeichnet werden. Zurück zu den Feiertagen, die Kevin üblicherweise zwischen langfädigen Messen und wie jetzt auf der durchhängenden Couch seiner Großmutter verbrachte.
Der pensionierte Prediger schnarchte auf seinem Ohrensessel und während sich die tiefstehende Wintersonne auf seiner Glatze spiegelte, hielt der Vater, auf der Couch Zeitung lesend, mit einem Toupet an der Illusion voller Haarpracht fest. Mit 34 Jahren wurden Kevins Haare auch knapper, spärlich, könnte man behaupten, und er bemühte sich, das Unvermeidliche mit Wässerchen und Tinkturen etwas hinauszuzögern. Zahn, flötete seine Mutter, als sie mit einer großen Rührschüssel unter dem Arm, eng gebundener Blümchenschürze und der Mutter ihres Mannes im Schlepptau in die Stube kam. We won't believe it, sagte sie aufgeregt, konnte die Neuigkeit offensichtlich selbst kein bisschen glauben. Priest Finlay plans on retiring next year. Isn't that interesting, honey? Nein, der Ruhestand eines ihm unbekannten Predigers fand Kevin alles andere als interessant. Genauso wenig Interesse brachte er für den durchsichtigen Manipulationsversuch auf. Trotzdem setzte er sein ergebenstes Feiertagsgesicht auf und kooperierte. You don't say, Mother, you don't say. Is he an older lad then? Freilich war ihm das Alter des Priesters egal. Zugegebenermaßen drängten in den letzten Jahren so einige Erlebnisse, an denen es ihm dank seiner Berufung nie mangelte, zu der Einsicht, es seien die alten, selten die jungen Pater, die dem Fortschritt ihrer Gemeinde ein Hindernis waren. Oh boy, no! Empörte sie sich, den Schwingbesen ruhen lassend. Eine irische Rose war sie, wenngleich eine welke, doch auch dem Verdorren nahe blieb augenscheinlich, welch Schönheit den Vater in ihren Bann gezogen hatte. Priest Finlay is not a lad, you naughty little gobscheit, fluchte sie in ihrer herrlich ungehaltenen Manier und versüßte Kevin die unerträglich aufgesetzte Freundlichkeit der Festtage. Finlay sei mitnichten irgendein Kerl, stattdessen ein ehrenhafter Mann Gottes. He's an honorable man of God, just your father and grandfather. Wie sein Vater und Großvater, so wie er einer gewesen war. Just as you have been. Kevin war mit dem Schluchzen seiner Mutter bestens vertraut. Es störte ihn mittlerweile kaum noch, was vermutlich gefühllos klang für jene, denen die mütterliche Praxis der emotionalen Erpressung nicht geläufig war. Er hingegen kannte sich mit solchen Spielchen bestens aus und behielt daher mühelos seine Fassung. Rose, räusperte sich der vom Heulen aufgeweckte Glatzkopf. In seinen Händen lag der uralte Discman, der Kevin in der Jugend und nun dem Großvater im Ruhestand Gesellschaft leistete. Die antiquierte Technik machte neben ihrem zweiten Besitzer eine exakt gegenteilige Entwicklung durch. In ihr wurde AC/DC von orchestralen Hymnen abgelöst. Indes ließ Kevin seine Hymnen zugunsten härterer Klänge in der Vergangenheit stehen. Leave the boy alone, hey? Tatsächlich hatte der Großvater einige Worte der Verteidigung zu vermelden, rückte sogar das Kissen auf seinem Schoß zurecht, damit er Kevins Arm tätscheln konnte. He's not going to take over Priest Finlay's position, dear, erläuterte er den simplen Umstand, dass die Stelle des Priesters nimmer von einem Atheisten besetzt würde. The church isn't gonna place a bloody atheist in a priest's chair. You should know that by now. Vorhersehbarerweise schwoll das Weinen an, bevor es abebbte. Die Mutter ihre dunkel umränderten Augen zusammenkniff und ihren schockierten Frust am Schwiegervater ausließ. Hell's bells and buckets of blood. You're insane. Did you hear that, Martin? Your father's gone insane. Der alte Ire sei irre, beteuerte sie und zog ihren Gatten in den Streit, der daraufhin ächzte, die Zeitung ein Stück weiter nach oben hielt und schlussendlich dahinter brummte, seine Liebste solle ihn aus der Sache raushalten. I love you, Rose, but leave me out of it. Wild mit dem Schwingbesen gestikulierend, verteufelte sie die drei, spritzte Rührteig durchs Wohnzimmer und stapfte in die Küche, wo Kevins taube Großmutter sie mit einem seligen Lächeln begrüßte. Die Herren, zwei davon widmeten ihre Sonntage Gott, einer feierte die frühen Sonntagsstunden oftmals in Konzertsälen, schwiegen eine Weile, bis der Vater irgendwann grunzte, die Zeitung weglegte und zum Wandschrank marschierte. Sorgfältig stellte er drei Whiskygläser auf das daneben stehende Sideboard und goss einen bernsteinfarbenen Tropfen hinein, den er den anderen beiden mit einem schlichten Toast offerierte. Slancher!
Kevin nickte, die Pastoren taten es ihm gleich und in dem Moment, als der Vater seinen Kopf in den Nacken legte, um den edlen Weihnachtswhisky zu trinken, nutzte der Großvater die Gelegenheit, seinem Enkel ein gar einzigartiges Geschenk zu machen. Flink drückten die runzligen Finger eine der abgegriffenen Tasten des Discmans, die Klappe sprang auf und zum Vorschein kam eine schwarze CD mit dem berühmten AC/DC-Logo und der Aufschrift Back in Black. Hell's Bells, flüsterte er breit grinsend und klopfte auf Kevins Unterarm. Dieser starrte zuerst entsetzt auf die CD, danach gleichermaßen fassungslos ins Gesicht des Mannes, der seinen Schäfchen Jahrzehnte vom Himmel und der Hölle berichtet hatte. Yeah, Gramps is right, fügte der Vater zum Erstaunen beider, Kevin sowie Großvater an, leerte seinen Drink, donnerte den dicken Glasboden auf den Couchtisch und meinte, Sometimes you're all a rolling thunder, a pouring rain, even your mother. Ja, die Adventszeit mag manche Gefahren, das war für Kevin bestimmt keine Neuigkeit. Aber Konfliktherde hin und her, seine Beziehung zur Zeit der Teelichter, Zimtis, Mandarinen, Erdnüsse, Wollsocken und Traditionen war durch die Kameradschaft seines Vaters und Großvaters gerade eben ein klein wenig unkomplizierter geworden. Denn ganz gleichgültig, wie viele unausgesprochene und ausgesprochene Konflikte in einer Familie brodeln, wichtig ist bloß, gemeinsame Nahtstellen zu finden. In dem Sinne, for those about to rock, we salute you! Das war Hell's Bells, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Werner Wilkening. Diese Kurzgeschichte wurde nach einer Titelvorgabe verfasst. Wir hoffen, die heutige Hörgeschichte hat euch unterhalten und würden uns freuen, wenn ihr noch ein wenig bei uns bleibt, damit wir euch mehr über Cluewriting erzählen können. Seid ihr neugierig, was hinter der Produktion einer Cluecast-Episode steckt? Mehr dazu, sowie viele weitere Einsichten in unser Projekt, findet ihr in der Sparte Inside Cluewriting auf unserer Seite. Dort gibt es ebenso unzählige Kurzgeschichten zum Lesen, sodass eure langweiligen Tage mit Unterhaltung gefüllt werden. Auch niemals langweilig wird es bei uns auf Patreon. Wir möchten uns megalotastisch bei unseren Patreon-Fans bedanken, die sich für unsere Arbeit und euer Literaturvergnügen einsetzen. Möchtet ihr hier namentlich verewigt oder als Gastautor eingeladen werden? Habt ihr Lust auf exklusive Kurzgeschichten und viele Überraschungen aus dem Hause Cluewriting? Kein Problem! Auf patreon.com/cluewriting erfahrt ihr, wie ihr euch und uns eine literarisch famose Zeit gönnt. Und kennt ihr bereits unsere Sprecher, die euch die Hörgeschichten taufrisch in die Gehörgänge liefern? Besucht diese Helden des Cluecast auf cluewriting.de und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Diese Episode neigt sich dem Ende zu, doch wir lassen euch nicht allein. Nein, wenn ihr uns auf Facebook liked und unseren Newsletter abonniert, sind wir immer für euch da. Ob auf eurer Wall oder in eurer Mailbox. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Cluecaster. Schnee ist wie Kokain, liegt in der Schweiz überall auf dem Boden. Der Cluecast ist eine Produktion der Literaturplattform Cluewriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank!